Hallo, wir präsentieren euch heute 10 Arten von Schülern. Die Zicke. Hi, wie geht's dir eigentlich so und was ist eigentlich mit Lisa? Lisa ist mal wieder krank, weil wir eine Arbeit schreiben und so. Und ja. Was hast du denn? Hallo? Was setzt du dich hier hin? Darf mich doch wohl hinsetzen, ich stehe wohl hier. Setz dich woanders hin! Ich will nicht, dass ein Loser neben mir sitzt. Geh weg hier! Was ist mit dir los? Die Beliebte. Ich mach mal ein paar Selfies. Okay. Tweeten. Du bezahlst heute mein Essen, mein Pausenbrot und mein Lasch. Kann ich ein Autogramm haben? Tut mir leid, der ist aus Versehen kaputt gegangen. Hallo, kann ich ein Autogramm haben? Ja. Cool, ja. Danke. Bitte. Oh mein Gott. Die Tussi. Lasch. Oh mein Gott, woher hast du den schönen Lippenstift? Krass, ne? Der ist voll hübsch. Den hat mein Vater mir gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte. Oh mein Gott, zieh dir den mal rein. Was sitzt du hier? Mach doch nicht immer Schüleraufgaben, du Nerd. Hier sitzen nur die coolen. Ja, verpiss dich mal mit deinen Schulsachen. Typisch Jungs. Oh. Die Dumme. Oh, Schule. Du musst seit 34 aufstellen. Ja, hab ich. Welches ist noch mal? 34. Oh, hast du doch gerade gesagt. 4. Wo ist denn hier die 34? Das Buch ist falsch herum. Meine Güte. Ich setze mich um. Das ist echt so dumm. Die Aggressive. Oh Mann, dieser scheiß Stift schreibt nicht mehr! Lach nicht! Was gibt's da zu lachen, hä? Dein scheiß Schrift schreibt nicht mehr. Die Verschlafene. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute werden wir die Englischaufgaben auf Seite 50 bearbeiten. Guten Morgen. Guten Morgen. Seite 50 im Buch bitte bei den Englischaufgaben aufschlagen. Wäre nett. Sophie, danke. So, bearbeitet bitte Nummer 1. Das ist leicht, da müsst ihr einfach Häkchen machen und da sind so Bilder, da müsst ihr es zuordnen und die Aufgaben sind genauso die anderen. Super. Dann fangt mal bitte an. Wer fertig ist, kommt zu mir. Hallo? Das geht ja gar nicht. In meinem Unterricht schlafen? Guten Morgen, hallo, aufwachen. Kunstunterricht, was? Ja, ich bin da. Dafür hast du auch mal im Englischunterricht aufpassen, aufwachst. Entschuldigung. Das wird Strafarbeit müssen. Die schüchterne Einsame. Findest du den nicht auch so süß? Ich finde ihn so mega süß. Oh, der Unterricht fängt an. Hi. Dankeschön. Hallo. Hier. Frau Lehrerin, darf ich Sie kurz was fragen kommen? Die Schleimerin. Der Unterricht ist jetzt zu Ende, also packt eure Sachen zusammen. Frau Lehrerin? Ja? Kann ich irgendwas für Sie tun, wie Ihre Tasche tragen, Ihre Bücher tragen oder sonst irgendwas? Ja, gerne. Du könntest bitte meine Tasche tragen. Oh mein Gott, die ist aber leicht. Achso, ich hatte noch eine Frage. Und zwar, ja, weil ich frage, ob ich den Pflegedienst jetzt übernehmen könnte. Und
Jungs, wenn Sie Hilfe brauchen, ich kann Ihnen immer gerne helfen. Ich kann auch immer Ihre Tasche tragen, alles, ne? Ich helfe Ihnen immer gerne und ich mache gerne alles. Okay. Ja, ich trage dich mal eben kurz in den Planer. Danke. Die Streberin. Also 31 plus 5 sind, na klar, 36, also. Das ist doch super, pipi-lala. So, klasse. Nun gibt es die Arbeiten zurück. Kevin, diesmal eine solide Leistung. Geil, eine 5 Minus, wie geil ist das denn? Was war das? Minus! Die Optimistin und Pessimistin. Ich werde das sowieso nicht schaffen. Ich schaff das locker. Ich habe zwar nicht gelernt, aber ich schaff eh alles, also. Ja, aber wir testen. Was? Wie kann das sein? Ich hab doch standen. Ich dachte, ich kann alles. Ich kann doch alles. Was ist das? Nun kommen die Outtakes. Ja, ich bin krank. Junge. Ich bin ein Mädchen. Action. Wie geht's dir eigentlich so wie Victoria? Gut. Ja. Hi. Ja, okay, das nimmst du auf. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.